Hallo und grüß euch. Heute gibt es wieder ein neues Video von den kleinen Maltipoo. Das ist ein neuer Wurf, die habe ich noch nicht herzagt. In meiner Hand halte ich eine kleine Hündin und die hat eine ziemlich intensive Farbe mit einer weißen Strähne am Hirn. Und jetzt haben wir alle mit einem Farbpunkt markiert. Jeder kriegt dann an der Stelle seine Farbe, damit man es auseinander kennt, bevor es gechippt sind. Die Züchterin kennt natürlich ihre Hund, aber ihr kennt es nicht und ich kenne es nicht auseinander. Darum machen wir das. Das nächste Mäuschen, der haben wir jetzt die Farbe auf die rechte Vorderpfote gegeben. Die ist schon recht wuschelig, hat auch so einen schönen Champagnerton und schon richtig schönes Fell. Natürlich werden die Hunde von Woche zu Woche schöner, weil ich sage ja immer, die müssen sich entwickeln. Und ich höre das öfter bei den Hybriden oder auch bei anderen Hunderassen. Ja, die haben noch kein gescheites Fell. Also dazu muss ich immer sagen, selbst der langhaarigste Hund ist bei der Geburt kurzhaarig. Das dauert einfach. Gell? Gut Ding braucht Weile. Jetzt zeige ich noch die dritte Schwester von dem Maltipoo. Die hat jetzt den Farbtupfen links vorne auf der Pfote abgekriegt. Die ist ein Ticken heller, aber natürlich genauso lieb und auch schon schön wuschelig. Aber es ist halt so, mit 4 Wochen sind sie natürlich nur klein, müssen nur deutlich wachsen. Und ja, beim nächsten Video sieht man dann sicher schon mehr. Bei den Geschwisterchen Maltipoo sind wir jetzt bei den Burlis, bei den Rüden angekommen. Da gibt es 2. Der hat eine intensivere Champagnerfarbe. Die Farbe zieht mit der Zeit noch ein bisschen an, weil das ist immer so. Auch bei den Golden Retrievern ist es so, die, was weiß geboren werden, werden meistens mit der Zeit färbiger. Die, was ein bisschen Farbe haben, werden oft richtig dunkel, golden Honig, aber erst mit der Zeit. Das letzte kleine Schatzilein ist auch ein Rüde, der ist eher ins Weißliche gehend, schaut wirklich ganz lieb aus, wenn es aber vergleicht, ich weiß eh, im Video ist die Farbe nicht immer ganz perfekt, weil es hängt davon ab, sind wir draußen, haben wir Scheinwerfer, sind wir drin, wie ist das Licht, wie sind die Verhältnisse, aber der ist ziemlich hell, hat ganz ein liebes Gesicht, eh klar, ganz putzig und leider ist es jetzt schon wieder aus, weil es gibt nur 5 Schnuckelchen und aus die Maus. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Baba!